Nikolaus, Sonneklaus vor 60 Jahren. Oh, denkt Peter, als er morgens aufwacht, heute ist der 5. Dezember und bei Bäcker Müller ist Verknobelung. Da muss er doch gleich die Mutter fragen. Mama, darf ich heute Abend zur Verknobelung gehen? Ach, sagt die Mutter, da verlierst du doch nur dein Geld, du gewinnst eh nichts. Nach der Schule versucht Peter es nochmal bei der Mutter. Also gut, meint die Mutter, aber nicht länger wie eine Stunde. Peter und seine Schwester Meta gehen zu Bäcker Müller. Sie haben beide vom Vater 50 Pfennig bekommen. Es sind schon viele Menschen in der Bäckerei. Auf den Tischen stehen Kuchen, Tüten mit Keksen, Rosinenstuten, Stutenkerle und natürlich Torten. Peter und Meta drängeln sich zu den Tischen durch. Wollen wir unser Geld zusammenlegen, fragt Peter seine Schwester, dann können wir um eine Torte mitknobeln. Ich weiß nicht, meint Meta. Wenn wir verlieren, haben wir keinen Pfennig mehr und können gleich nach Hause gehen. Meta schaut sich die Torten an. Es ist schon verlockend. Die Torten sehen wirklich lecker aus. Okay, wir versuchen es, aber lass mich würfeln, sagt Meta. Wir brauchen noch eine Person, sagt Bäcker Müller. Wollt ihr noch mitknobeln um diese Torte? 6 Personen wollen diese leckere Torte gewinnen. Jeder hat eine Mark hingelegt. Peter schaut zu. Er drückt seiner Schwester ganz fest die Daumen. Jetzt ist Meta dran. 11 Augen. Na ja, denkt Peter, hoffentlich reicht das. 2 Jungen müssen noch würfeln, aber beide werfen keine 11 Augen. Hurra, die Torte gehört Meta und Peter. Stolz tragen sie die Torte nach Hause, was Mama wohl sagen wird. Die Mutter ist total überrascht, dass die beiden so eine leckere Torte mitbringen. Sie hat Peter, Meta und auch der kleinen Schwester Sophie jedem ein großes Stück abgeschnitten. Plötzlich springt Peter auf. Ich habe ja noch gar keinen Kohl geholt und rennt in den Garten. Bitte bring mir welchen mit, ruft Meta ihm hinterher. Die Kinder waren so mit der Torte beschäftigt, dass sie den Kohl ganz vergessen hatten. So, das reicht. Peter kommt mit einem ganzen Arm voll Grünkohlblättern zurück. Die werden dem Pferd vom Nikolaus sicher gut schmecken, meint er. Meta holt noch 3 Scheiben Schwarzbrot dazu. Die Mutter gibt den dreien je einen Suppenteller. Darauf legen die Kinder den Grünkohl und das Schwarzbrot und stellen die Teller auf die Fensterbank. Welcher Teller gehört mir? Fragt die kleine Sophie. Deiner steht in der Mitte, sagt die Mutter. Aber, meint Sophie, weiß Sonneklaus auch, dass das mein Teller ist? Das können die großen Geschwister ihr auch nicht sagen. Aber die Mutter meint, ganz sicher weiß er das. Peter ist damit noch nicht zufrieden, holt schnell 3 kleine Zettel und schreibt ihren Namen darauf und verteilt diese Zettel auf die Teller. Jetzt kann Sonneklaus lesen, wem welcher Teller gehört, meint Peter. Jetzt aber schleunigst ins Bett, sagt die Mutter, sonst kommt der Nikolaus überhaupt nicht. Als Peter im Bett liegt, denkt er, das war doch ein schöner Tag. Und damit der Nikolaus auch an uns denkt, will ich ihm das Gedicht, das uns Oma beigebracht hat, aufsagen. Sonneklaus, du gode Blut, bring mir ein Stückchen Zuckergold. Nitto Föhl und nitto Min, schmied mit Manto Chestern in. Mit einem langen Bande an, da ich auch berecken kann. Nun schläft Peter zufrieden ein und träumt davon, was der Nikolaus ihm wohl auf den Teller legt.